Dönnekens mit Kluck und Menzel. Heute, der Heinz Harald hat solche Eier. Ich muss noch eine Geschichte erzählen, die auch legendär war. Darauf könnten wir noch aufbauen. Als wir 1993 Formel Renault gefahren sind, da war am Nürburgring Rennen. Und der Timo hatte damals dann schon seinen Uno. Einer der vielen Unos, die so nach und nach zerstört worden sind. Und wir waren ja damals komplett bekloppt. Und da hatten wir, oder er, von der Auto Sprinti, italienische Zeitung, gab es eine Zeitung, wo eine Folie drum war und da war eine Kassette drin mit der Ferrari Berger Geräusche Formel 1. So. In Monza, ne, war das die? Ja. Und später gab es noch eine CD davon, 94, die haben uns auch reingepfiffen, so laut wie es ging. Ja, dieser V12, wenn die Vögel im Hintergrund zwitschern, sensationell. Und diese Kassette, da standen wir mit dem Uno im Fahrerlager, und dann haben wir die Türen zu, Zündung an, Kassette rein, lauter. Irgendwann, es war so laut, du hast echt gedacht, du bist hier, der läuft Formel 1. Sitzen wir in dem Auto. Du weißt, was kommt. Ja, klar, weiß, was kommt. Da war sein Teamchef war damals der Josef Kaufmann. Jupp Kaufmann aus Bitburg. Hohoho. Da ist der Öse früher gefahren, der Berger ist beim Jupp gefahren, viele Leute. Also Josef Kaufmann Racing war wirklich. Mhm. Es gab ja damals in Bitburg hier, war ja sensationell, den Bertram Schäfer, Albert Hamper, dann Malte Bongers, den Jupp Kaufmann. Da waren vier große Teams in der Bitburger Gegend, die Racing gemacht haben. Formel 3, Formel Ford und Formel Renault. Ja. Und da war damals eine Sensation, ist keiner mehr von da. Ja. Und jetzt sitzen wir da in diesem Auto und hören anschlaglaut diesen Formel 1 immer wieder gepfiffen. Das war ein Traum. Und auf einmal läuft der Jupp Kaufmann, läuft so da durch das Fahrerlager, tippel. Und wir haben schon gedacht, dass der jetzt bestimmt guckt, was ist hier. Dann läuft er so an uns vorbei und dann so und dann bleibt er stehen. Dann fängt er an zu gucken, weil der hat sich überlegt, hä? Wieso höre ich jetzt hier einen 15er Formel 1? Ja? Na, weil er am Gucken. Und irgendwann hat er sich so umgedreht, dass er den Fiat Uno mit dem Arbeiterkennzeichen gesehen hat. Und wir sitzen so wie jetzt in dem Auto und sind uns am Begrüllen. Und dann, der hat diese Bitburger, die haben ja so einen geilen Dialekt. Und dann kam der zu uns rüber. Ich bin hier vorbeigegangen. Da hab ich. Ich bin hier vorbei, ich hab die Formel 1 gehört, hab ich in dem Moment den Menzel und den Kluck vor Augen gehabt, hab mir gedacht, dann sind die beiden, dann kann ja kein anderer sein, der ist doch keiner so bekloppt wie die beiden. Und dann, ich habe es gewusst. Also echt, das da hättest du auch eine eigene Folge von machen können, aber das ja. Muss man schon sagen. Also es war echt doch da. Josef ist auch jemand oder war damals jemand, der zwar auch immer sehr schroff war, aber eigentlich im Grunde seines Herzens auch wirklich, weil das muss man auch sagen, ich pass auch geile Geschichte, werde ich auch nie vergessen, als ich mein erstes Formel Renault-Jahr gefahren bin, ich hatte dann nur viele kleine Sponsoren, also jeder hat mal 3000 Mark gegeben und damals das Auto war, da war, ja, pass auf, ja, du konntest keinen Sponsor erkennen, genau, weil alles vollgeklebt war. Und Peter Theisen, Gott hab ihn selig, er lebt leider schon sehr lange nicht mehr. Der hat mir damals sehr geholfen. Der war im Motorsportclub Adenau sehr aktiv, war als Streckensprecher sehr aktiv und war auch jemand, der den Sport einfach mit dem Herzen auch geliebt hat. Und wir sind so dann die Aufkleber und ja, hier machen wir den hier hin und da hin und irgendwann, da hat der Josef hat damit ja nichts im Mut gehabt und ist ihm der Kragen geplatzt. Und wenn ihr wollt, wir können doch ein Anhängerchen hinten dran machen, wo wir die Aufkleber dran machen. Ich habe eine Idee, wir können ein Anhänger hinten dran machen, da hast du noch ein bisschen mehr Platz für den Aufkleber. Es war sensationell und dann natürlich, ich meine, legendär ist auch die Geschichte mit Heinz-Harald Frenzen, die ist natürlich also legendär. Also der Jupp war, das wird er jetzt nicht hören wollen, aber der hat die Meinung konnte sehr schnell, also nur ein Beispiel. Wir waren damals in Most, Formel Renault, und dann sind wir abends auf das Thema Heinz-Harald Frenzen gekommen. So, der fuhr damals in Japan Formel 3000. Und stand dann komplett in diesem Schatten von dem Schumacher, Wendlinger und so, ja, weil die alle schon Formel 1 fuhren. Mhm. Und dann hieß es irgendwie, saßen wir da abends zusammen beim Grillen, bei einem Bier. Und dann sagte er dann irgendwie, kam das Thema auf Frenzen. Da kann ich in der Geschichte erzählen mit der Frenzen. Ist das so blöd, kann man ja gar nicht sein. Okay. Original so, wirklich. Der hat damals am Nürburgring Test gemacht. Karl-Heinz, der Bruder. Ja. Ich habe gesagt, es ist kalt.
Die ersten zwei Runden macht die Reifen gut warm, ne? Es ist kalt und es ist ja und so weiter. Was macht der? Der fährt aus der Box raus, erste Kurve fährt er gerade aus dem Kiesbett. So blöd ist der. Deswegen ist der jetzt auch da in Japan, verstehst du? Ja. Ja, und gut, ich find's gut. Okay, dann haben wir dann, ich meine, wir haben das schon einsortieren können. Das war jetzt wieder jupp. Ein Jahr später fuhr der Frenzen bei Sauber, Formel 1 und war sackschnell. Ja. Dann haben wir den auch wieder in Most gefragt, haben wir gesagt, was hältst du eigentlich von dem Frenzen? Da kann ich euch was erzählen. Der Frenz, der hat so Eier. Warum hat der so Eier? Der hat Karl-Heinz, der hat bei uns immer einen Test gemacht im Formel 3, da haben sie Nürburgring. Der Angst hat der Ken. Der ist raus, der hat direkt Pflege losse, der ist direkt erstmal durch den Kiesbett geflogen. Der hat schon Eier. Eier hat er, der hat Eier, das sag ich schon. Der ist schon richtig schnell. Weißt du, wo du sagst, sensationell. Ja, so. Das war wirklich original so. Und was auch so geil war, ich meine, da können Leute sich drüber lachen. Wie wir das Zelt aufgebaut haben, wie die beiden sich in die Köpfe bekommen haben. Das war auch in so Sanford. In Sanford. Ja, weißt du das noch, mit dem Wind? Ja. Da haben die sich beiden auf dem Big Blue, sein Bruder und er, also wir beide haben uns die Zeltplane über den Kopf gehalten, weil wir konnten nicht mehr vor Lachen, wie die sich in die Köpfe bekommen haben. Folgendes passiert. Ja. In Holland, Sanford, an der Nordseeküste, weht ja öfter mal eine frische Brise. So. Wir waren schon irgendwie mittwochs im Fahrerlager, weil wir Donnerstag schon testen konnten. Und Timo war dann da und wollte dann so ein bisschen mithelfen, aufbauen und so. Wir waren auch schon da mit meinem Team, mit Herbert Hofmann damals. Und dann, guck mal, ein Zelt aufbauen, hey, ne? Dann haben die angefangen, das Zelt, also der Karl-Heinz, der stand dann auf der Lader war eine Leiter, auf der Lader. Dann muss das oben. Und hat angefangen, das Zelt oben in diesen Keller einzuführen, ja. Und hinten hat einer angefangen zu ziehen und wollte das Zelt reinführen. In dem Moment, ich habe mitgeholfen, ne? Die Zeltstangen so ein bisschen und so. In dem Moment kommt Wind auf, aber nicht zu knapp, also richtig Wind. Und das Ding fängt an, richtig Fahrt aufzunehmen. Und der Karl-Heinz, der stand dann da auf der Lada, ja, und er kam mit Straucheln. Also die Lada hat schon angefangen, weil die Zeltplane anfingen, so, da hat die Lada schon, da hat die schon angefangen, einen Meter rechts und links. Und wir haben da unten gestanden, haben uns gedacht, der fliegt dann gleich runter, die arme Sau, ne? Und dann hat der Jupp irgendwie so, was machst du denn da mit der Lada? Und dann so, kommst du mir jetzt am Arsch lecken mit dieser Lada? Ich hab mir gedacht, wir beide haben wirklich die Plane bekommen. Ey, wir sind da gestanden. Da hat die sich fast gekloppt mit der Lada und dem Wind. Aber das sind so Sachen, die bleiben einfach, das ist einfach lustig gewesen. Und ja, einfach herrlich. Tolle Zeit. Ja.